Licht flackert. Licht flackert, oh Gott, Alter, oh Gott, Alter. Alter, ich krieg Gänsehaut, meine Hände sind schwitzig. Hallo, hallo? Ganze Ausrüstung. Ja, das. Ja, du bist zu hören. Ja. Aber so geht's auch, oder? Walkie-talkie geht auch, ja. Wie machst du das? Mit B. B gedrückt halten, dann sprichst du über Walkie-talkie. Ich nehme einen Key. Aber. Wir können mal schauen, was wir hier noch an Aufträgen dazu haben, Ziele. Ziel 1, entdecken Sie, um welche Art von Geist es sich handelt. Ziel 2, reinigen Sie den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen. Wir haben keine Räucherstäbchen, oder? Ja, haben wir noch nicht. Schade. Ziel 3, lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geister-Events werden. Alex? Und Ziel 4, hindern Sie den Geist, Sie heimzusuchen mit einem Kruzifix. Wir haben auch kein Kruzifix. Warum liegt ein Kruzifix? Warum liegt ein Kruzifix? Ey, das sieht aus wie Mark Zuckerberg, Alter. So, dann schauen wir mal, was unser Boss uns hier für Infos da lässt. Ich habe für Sie einige weitere Untersuchungen durchgeführt. Sieht an. Nimm mal deinen Kopf weg hier, Chris. Danke. Sieht aus, als wäre der Name des Geistes Linda Garcia. Dieser Geist scheint sowohl auf Gruppen als auch auf jemanden, der allein ist, zu antworten. Das sieht aus. Sprechen Sie den Namen des Geistes, um auf ihn, Oh Gott, Deutsch. Sprechen Sie den Namen des Geistes aus, um ihn zu verärgern und ein paar übernatürliche Ereignisse zu bekommen. Ziehen Sie oft das Journal zu Rat und vergessen Sie nicht, Ihre Beweise auf der letzten Seite zu notieren. Keine Ahnung, wofür die gut ist. So, ich wünsche euch viel Spaß. Mal weg. Fingerabdrücke und sowas. Ja, mach's gut. Ich hab einen Schlüssel, lass mich mal vor. Ich hab auch die Taschenlampe. Ist das hier nicht das Tutorial-Haus? Ja, ja. Kann das ja super ausschauen. Linda Garcia, Linda Garcia. Die Stelle. Aber warum geht's hier nicht? Ich kann meinen Dings nicht anmachen. Was ist das denn? Welches Ding? T geht nicht, Licht. Das ach, Schulter, ich muss es erst kaufen. Nur nah an der Wand. Ah, sie. Die Schulterlampe hat kaum Reichweite. Gut, ich würde sagen, wir gehen gleich mal in den Keller und hat jemand die Filmkamera? Ja. Ich hab sie nicht, ja. Dann die bitte da aufstellen und dann schauen wir mal, ob wir Geisterorbs aus dem Van aussehen. Wir hören nämlich gar nicht lange mit drin. Alter, ich höre nicht mehr Leute, mehr erklärt doch bitte nicht von mir, danke. Ja, einfach ein bisschen langsamer. Filmkamera irgendwo hier aufstellen, wo du einen Raum gut in Sicht hast, weil ich wette, der Geist. Nee, gar nicht. Ich sehe gar nichts gerade. Ist extrem dunkel. Ich leuchte doch extra. Ja, dann machen wir halt Licht ab. Na, Garcia, wir sind nicht hier, um sie zu ärgern. Du hast eh nicht das Gerät, um mit dem Geist zu sprechen. Nice. Würde ich sagen, machen wir Licht wieder aus und verduften. Hey, warte doch mal kurz. Aber woher willst du wissen, dass der Geist im Keller ist? Weil der Keller höllen creepy ist. So. Soll ich vorgehen mit Licht? Ja, ich bin dunkel. Ah, ihr seht ja auch das Licht von meiner Lampe, oder? Ja, deswegen. Ja, es ist. Ansonsten kann die Taschenlampe auch wer anders kriegen. Da, Gas. Ja, da, Gas. Achso, ich hab das Gerät ja nicht. Ich hab das Gerät. Da war gerade was. Echt? War ein Geisterfunk gerade an der Treppe. Ja. Oh ja. Ich hab's auch gesehen. Super, haben wir unseren ersten Hinweis. Einmal. Ich hab gar nichts gesehen. Wo war der was? Ah, so weit. Wie geht denn das mit dem Journal? Ah.
Geisterkugel ist das, glaube ich, ne? Ich würde da nochmal runtergehen, mein Geisterbuch hinwerfen und wenn der Geist reinspricht. Ne? Wo habt ihr draufgeklebt? Wie geht denn das? Ach, Beweise und dann Geisterkugel oder was? Im Journal auf die letzte Seite und dann als Beweis eben Geisterkugel einstellen. Ne? Gut, ich gehe nochmal rein. Wie viel Zeit haben wir noch? Mal wird alle zusammen nochmal reingeflecht. Vielleicht noch mal Waschbecken oder so. Aber ich verstehe das nicht. Ich dachte, der Geist kommt später. Der kommt von Anfang an, aber der. Ich glaube, der wird aggro, wenn die Zeit abgelaufen ist. Einfach. Der wird aggro. Ah, okay. Der kommt Leute, ich mach gerade alleine zu. Fabi, wo bist du? Hilfe! Ah, da läuft die Kette auf mich zu! Ja, hier ist er! Hilfe! Hier ist er. Hilfe, lass mich raus! Komm raus, hast du? Ich hab irgendwas weggeworfen, mein Licht oder was? Komm raus. Ja, der war da unten, mein Ding hat gepiept wie sonst was. Okay, dann haben wir noch einen Beweis. Ah, kannst du noch das Buch holen? Der hat bestimmt reingeschrieben. Warum? Was für ein Beweis haben wir? Ich fahre noch, hallo? Ja, ich lebe noch. Ich spreche nur gerade mit Chris. Ah, okay. Ich würde gerne noch das Buch wiederholen und gucken, ob der reingeschrieben hat. Ich hab kein Licht. Ich hab auch kein Licht. Nein, ich komme mit runter. Ich hab aus Panik meine Lampe weggeworfen. hier oder? Nee, das wieder? Nee. Was? Leute, es sind noch 15 Sekunden. Okay, ich hab sie wieder. Ich nehme noch fix das Buch mit und wir können wieder gehen. Okay, lass uns gehen, ich hab das Buch. Dann können wir schauen, ob der reingeschrieben hat. 3 Sekunden 1, jetzt 180. Ja, wir kommen raus. Leck gerade irgendwie, oder? Nee. Ja, ich hatte auch mega Leckrad. Ich dachte schon, Spiel ist abgeschmiert. Das Ding ist jedenfalls bei mir jetzt total ausgeschlagen im Keller. Haben wir da vielleicht Beweis? Warte mal, was ist das bei dir? Das ist nur eine. Nee, der hat nicht reingeschrieben ins Buch. Wenn der eben Chris ausgeschlagen hat? Das ist ein Beweis, ja, wenn der EMF ausschlägt. EMF Ebene 5. Hat der komplett ausgeschlagen? Ja, hat er. Okay, perfekt. Das ist unser zweiter Beweis. Brauchen wir noch einen dritten. Also ins Buch hat er nicht geschrieben. Wir haben die Wahl zwischen drei Geistern aktuell. Phantom, Djinn oder Shade. Ja, war ja nett. Er hat dich ja nicht angegriffen. Ja, trotzdem hat er einen Streifen in der Unterhose. Also ich will nichts mit Linda Garcia zu tun haben. Ja, alles klar. Hast du eigentlich über die Kamera auch den Geist gesehen? Ich hab nur die Lichtfunken. Dann Chris, lass mal ein Waschbecken oder sowas. Ja, ich hab nur kein Licht mehr. Es ist dunkel bei mir alles. Warte, die kommen. Gut, wonach suchen wir jetzt noch genau? Nach einem weiteren Beweis. Dann kriege ich ja hier eins mal. Ein Thermometer haben wir nicht, oder? Nee, leider nicht. Nee. Damit Geisterbox? Was ist Geisterbox? Eigentlich so. Was ist das mit? Also im Keller ist nichts.
Einen Keller kann Christian. Erste Begegnung mit dem Geist war schon nicht ohne. Autoschlüssel kann man nicht. Hab den gar nicht gesehen, hast du den gesehen? Ich hab den gesehen, ja, das war ein Kind. Was? Hä? Was ist daran lustig? Es war ein Kind. Ein creepy Kind. Ich wollte eigentlich in der Ecke und 5 Minuten meinen. Ordentlich. Wir müssen aber runter, aber ich will nicht alleine da runter gehen. Ich leuchte. War schon, dann lass mal hoch ins Kinderzimmer, was haltet ihr davon? Na, wenn der Geist hier ist, dann ist er schon hier im Keller, also. Ich höre irgendwelche, Fußabdrücke. War das, aber hier ist nichts, hier schlägt nichts aus. Aber hier habe ich das Kind gesehen. Gut, dann gibt's halt keine Fußabdrücke und Fingerabdrücke wahrscheinlich. Können wir die ausschließen? Das Geisterbuch können wir auch ausschließen. Oh ja, im Prinzip ein Geist oder noch bei Ausschluss. Ja, lass uns mal in Van gehen und per Ausschlussverfahren probieren, dass wir das rausfinden. Ich will hier raus aus dem Haus. Lass mal nochmal hochgehen, ich möchte mal hochgehen hier. Hochgehen. Wer hat Chris mal Kinderzimmer, oder? Ich glaube, das hat nur eine Etage, das Haus. Gibt nur die Treppe nach unten. Aber ich war von den Kindern. Das nehme ich mal wohl wahr. Abstellkammer. Badezimmer. Hier kannst du nochmal nach Fingerabdrücken schauen. Nix, oder? Ich glaube, ich hab den von. Hey, komm mal hier. Wo bist du hin? Vielleicht ist es auch ein. Achso, wir sind ja nah genug. Vielleicht ist es auch ein Geist, der nur auf einzelne Personen reagiert. Das kann auch sein, stimmt, ja. Bleib mal im Haus. Weil ich war ja vorhin allein im Keller. Stimmt. Aber ich würde halt sagen, wir haben keine. Wir haben halt eigentlich keine Fingerabdrücke und. Ja, rum. Ja, dann bleib ich alleine hier und dann guck ich mal, welcher Raum hier ausgeht. Wenn ich okay. Genau, dann haben wir eine Kamera, wie gesagt. Ah, stimmt, okay. Kann ich mir eventuell beweisen, dass Wie heißt das Geist überhaupt? Also der. Linda Garcia. Ah, es ist schon mal kein Shade, weil der hätte ins Geisterbuch geschrieben. Ich hab keine Ahnung, Alter. Ja, ich mach ab und zu mal einen Laut von dir, nicht, dass du durchfährst. Ich geh jetzt in den Keller rein. Wenn da Gefriertemperaturen wären, wäre es ein Phantom, aber wir haben ja kein Thermometer, oder? Nee, wir haben auch keinen Atem gesehen. Ich würde sagen, Licht flackert. Ja, ja, Keller, Lichtschalter. Ich sage, es ist ein Djinn. Wir haben keine Geisterbox zum Testen, aber ich denke, es ist ein Djinn. Also ich höre euch da unten nicht. Ja, jetzt? Test, test. Ja, jetzt hören wir uns. Also unten ergreift Licht, hier flackert. Ja, ich sehe auch wieder die Geister-Orbs gerade. Was soll ich da jetzt machen? Ja, keine Ahnung, weshalb Alex sich runtergeschickt hat. Warte mal, ich hab ja noch dieses komische Gerät hier. Auf Frequenzen vielleicht noch erkennen können. Nee, das ist zum Sprechen mit dem Geist, Alex. Dann gib mal Dings, ich will mal versuchen. Du hast das Gerät, du musst runter, du gehst jetzt in den Keller. Nee, alles gut, ich hab's dir hingeworfen, ich weiß nicht, wie man's da aufnimmt. Ah, bitte nutzt nicht immer das Walkie-Talkie, wenn wir nebeneinander stehen, das nervt irgendwie. Ja, das ist. Okay. Ich muss doch ganz kurz den Namen suchen. Warte mal, wo steht er hier?
Binder Garcia. Wir nennen ihn notfalls. Wir sehen dich im Keller. Also sollte es Walkie Talkie noch funktionieren, können wir dir den Namen gerne nochmal sagen. Ja. Naja, ansonsten, falls Chris stirbt, ist das Walkie Talkie auf jeden Fall wieder. Wir wissen ja quasi wahrscheinlich schon, was das für ein Geist ist. Ah, gib mir das Buch. Das hatte ich vorhin aber auch schon da. Ja, vielleicht schreibt sie dann erreich. Es liegt hier noch auf dem Tisch. Wo ist denn das? Ja, ist hier. Okay. Bist du mit unser Held? Sondern. Pass bitte auf meine Sanity auf, ja? Ja, gute 60%. Ich kann es ja gerade nicht hören, aber. Ich kann es ja gerade nicht hören, aber. Hi! Er durfte lachen. Ach, ich hab's gehört, okay. Müssen wir scheinbar ein bisschen leiser sein. Oh, halt out. Oh, da ist er im Keller. Rufst du sie dann noch? Rufst du sie dann noch, Chris? In der Garcia, gib uns Zeichen. Ja, hab ich gerade gemacht. Licht flackert, oh Gott, Alter. Alter, ich krieg Gänsehaut, meine Hände sind schwitzig. Oh, ich glaube, er hat reingeschrieben, oder? Ich trau mich nicht runter, ist das Licht auch so an? Okay, alle zusammen. Das Licht unten ist an. Ich hab's gesehen über normale Kamera, nicht Nachtsicht. Gut, dann lass mal alles zusammen rein, ich will es nicht riskieren. Okay, wir kommen. Alter, krass. Ja. Ich sah zumindest so aus, als wäre jetzt was reingeschrieben worden. Ja, ja. Ja, wirklich so. Ich nehm's mit und wir verpissen. Da Garcia, komm hier rein. Dann hatten wir eine falsche Entscheidung getroffen. Ja. Das ist aber heftig, obwohl du das Spiel kennst, ja, hast du trotzdem Schiss. Das ist ja, so muss das sein. Ja, das Spiel nicht. Okay, Journal. Geisterbuch. Es ist also ein Safe. Es ist ein Hex. Richtig, genau. Aber wir können losfahren, wenn ihr alle das eingestellt habt. Aber ich will noch kurz wissen, was ein Shade ist. Ich auch darum, ah, okay, ja. Dann schauen wir uns das noch fix Shade an. Shade ist ein schüchterner Geist. Mehrere Menschen zusammen sind, werden paranormaler... Ah, das war wie alleine, ja. Das war das, was ich vermutet hatte, ja. Geist wird nicht jagen, wir mehr... Haben wir gut gemacht. Ich würde sagen, sau gut, Leute. Wir machen uns los. Machen wir los. Packen zusammen. Und schauen mal, ob wir erfolgreich waren. Welcome back. There's some jobs ready for you. Ja, Aufgabe 1 erfolgreich abgeschlossen. Geist war ein Shade. Ja. Und 3 haben wir abgeschlossen. Genau, das war ja das, was ich hatte, dass ich den Geist gesehen habe, persönlich, Begegnung hatte. Nice. $20. Respekt. Da siehst du. Und 25 EP. Sehr gut. Läuft.